Iris, ich bin Meeresbiologin bei Greenpeace und hier am Kangerlussuaq-Gletscher auf Grönland. Dieser Gletscher zählt mittlerweile zu den schnellsten Gletschern der Welt. Das heißt, er schmilzt rasant und das aufgrund des menschengemachten Klimawandels. Um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gletscher Grönlands und des arktischen Meereises zu untersuchen, ist Greenpeace zusammen mit Wissenschaftlern auf einer 3,5-monatigen Expedition in der Arktis unterwegs. Die Forscher untersuchen hier folgende Theorie. Durch den Klimawandel haben sich die Meeresströmungen geändert und warmes subtropisches Wasser gelangt bis nach Grönland. Dieses warmes Wasser lässt die Gletscher von unten schmelzen und zwar 10 bis 25 Mal stärker, als sie derzeit von der Oberfläche schmelzen. Um ihre Theorie zu beweisen, messen die Forscher einerseits die Eisbewegungen direkt auf dem Gletscher. Und zum anderen den Salzgehalt und die Temperatur hier im Wasser der Fjorde direkt vor den Gletscher. Somit bekommen sie eine Information über die Herkunft des Wassers und können schließlich ihre Theorie belegen. One of the mechanisms we think may have triggered these ice sheet changes is the inflow of warm subtropical waters inside Greenland's glacial fjords, all the way up to the glaciers, driving melting at the edge of the glacier and accelerating glacier flow into the ocean. Die Forschung der Wissenschaftler hier auf Grönland ist von Bedeutung für uns alle. Jeder Eisberg, der hier ins Wasser fällt, wirkt sich direkt auf den Meeresspiegel aus, wie Eiswürfel in einem Glas Gin Tonic. Und dennoch sind die rasante Eisschmelze Grönlands bisher nicht in den Prognosen des Weltklimarates zum Meeresspiegelanstieg eingeflossen. Hunderte Millionen Menschen leben jedoch in Küstenzonen und 150 Millionen wären schon bei einem Meeresspiegelanstieg von nur einem Meter direkt betroffen. Greenpeace ist eine unabhängige und gemeinnützige Organisation, die auf ihre Unterstützung angewiesen ist. Expeditionen wie diese hier in der Arktis sind notwendig, um den Klimawandel zu begrenzen und die Arktis zu schützen. Aber sie sind auch teuer. Dafür brauchen wir ihre Spende.